So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Dragon's Dogma 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind aus dem AFK-Screen direkt wieder in die Folge gesprungen und wir haben eben noch die Kobolde erledigt. Wir müssen uns auf jeden Fall unbedingt ein Dings suchen, ein Lagerfeuer. Weil wir sind alle ein bisschen angeschlagen, habe ich gesehen. Oh, da sind noch Harpien da oben. Nicht wenig sogar. Oh oh, das klingt nach Troll oder sowas. Troll oder Ogre oder irgendwas. Okay, weiter. Hä? Es klingt nach irgendwas Großem hier. Aber ich sehe es noch nicht. It was a glorious success. Would that we might always be so in step, eh? Okay. Whoa. Wird gerade anders von oben runtergeschmissen. I say we give it a push and see what happens. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. So, Level up, Stufe 17. Sehr gut, ich freue mich. Mehr Gesundheit, mehr Ausdauer, mehr Last. Ne, Last nicht, aber Stärke noch dazu. Das ist natürlich sehr gut. Over so soon? Why? We see overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. So, Rose. Das ist ja alles lieb gemeint von dir, aber wir werden uns mal ganz kurz hier eine Rast einlegen. Hier ist nämlich ein Lagerfeuer. Also, alles so mir. Mein Team. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels. Jo, habe ich auch gesehen, da ist eine Treasure Chest. So, erstmal schönes Lagerfeuer. Gucken, ob ich jetzt was grillen kann. Das wollte ich euch mal zeigen, wie das aussieht. Sieht voll eklig aus. Hier so, Rippchen. Was heißt, es sieht nicht eklig aus, aber die haben einfach Originalvideos genommen. weiß ich nicht. Ist nicht gerade Vogue, irgendwie. Not like a feast to get you ready for bed. Indeed. Surely we've time for a short kip ere we continue on our merry way. Ich glaube, die fressen das auch gleich rein. Also die, das ist dann direkt weg. Das kannst du ja nur bis zum Morgen ausruhen. Nachts ist ganz schwierig. Da sind ja Skelette noch unterwegs und Zeug. Und das ist nicht so schön. So. Da drüben ist eine ganze Gruppe von Idioten. Lead the way. So, lass mal da auf draufhauen auf die. Oh shit, ich hab die Brücke kaputt. Nein! Die Brücke! Ich hab die Brücke kaputt gemacht. Oh shit. Oh, was ist denn hier los, Alter? Nöter, halb Mensch, halb Göter. Spaceball. Habe ich neulich ein Doku gesehen über Spaceballs? Jetzt will sie abklatschen. Yeah. Okay, kein Problem. By way of thanks. Der Händler mag uns. Du kannst... Oh, der hat mir 1200 Gold geschenkt, geil. Das wollte ich noch kurz erklären. Du kannst hier Sachen zum Einsturz bringen, dann sind die kaputt und nach einer Zeit gehen die wieder ganz. Also, die Zeit hat... Ja, gibt's noch den Weg vorwärts. Abgefahren.
Was ist denn mit diesen scheiß Wölfen? Die sind voll eklig. Dreckswölfen. Man muss da echt aufpassen mit den NPCs, deswegen gucke ich mich ab und zu mal um. Weil... Nein, nicht runterrutschen. Oh, abklatschen. Ja, Rose, ich komm. Ja, Mann. Hier. Nee, war ich zu langsam. Beruhig dich. Schildmite. Eine Schildmite. So, jetzt einiges zum Sammeln hier so, ne, irgendwie. Bei dem Ding ist so ein Ausrufezeichen. Aber da kommen wir nicht mehr rüber zu dem Ausrufezeichen. Das ist ja lustig, okay? Ins Wasser kannst du bei dem Spiel nicht gehen. Da kannst du sofort irgendwelche roten Tentakeln, die dich töten. Aber instant. Vielleicht haben die sich einfach unter Wasserlandschaft gespart dadurch. Du kannst halt einfach nicht ins Wasser. Punkt. Das ist ein Landspiel. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, ehrlich gesagt. Da ist noch ein bisschen Loot-Zeug am Wegesrand, aber was soll's. Es hält unglaublich auf, dieses Gelumbe. Oh, ich hab Bambi sein Papi getötet. Scheiße. So, Xena ist aufgestiegen. Na gut. Die alte Kriegerprinzessin. Ach, da ist ein Goldkäfer. Den muss ich mitnehmen. This maze of trees offers ample advantage to rogues and bandits. Methinks I've an idea of where Sir Ulrika might have gone, Master. Na dann geh los. Pray, allow me to show you the way. Wie weit ist es denn noch? Wir gehen schon zwei Folgen, laufen wir schon durch die Prärie hier. Meine Güte. Das hättest du doch niemals gefunden, oder? Alleine, also ohne den NPC. So, aber jetzt kommen wir wieder in Melbe an. Das wäre super gut. Nach drei Folgen ja, Kampf. Und was weiß ich alles. Komm her, du Mistvieh. Man muss wirklich. Yeah, also gut gemacht, Gata. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat drills to gathering items. Die Prinz, I am confident and may act independently. Okay, die gehört jemanden, der heißt Angel, Stufe 17. Bundesnamen Curly. Weiß ich nicht, aber warum hat er die Frau Prince genannt? Naja, gut. Gönn dir. This way, Master. Jo. Oh, schon wieder so eine Gruppe. Das gibt's doch nicht. Alle zwei Meter hast du eine scheiß Gruppe von Arschgeigen. Wie soll man denn jemals irgendwo ankommen? Das ist ja schlimm. Wirklich diese Hack-and-Slay-Elemente, gell? Das ist ganz deutlich bei dem Spiel. Das sind mehrere Dinger kombiniert. Bisschen wie bei irgendwas groß. Oh nein. Oh. Fuck you, ey. Ah. Ja. Na los, komm. Den einen noch. Ende führt zu den Hinterhalt, sagt mein Chat. Die Rose. Kann nicht passieren, dass Rose den Hinterhalt führt. Moment.
Ich hab mal Ausdauer. Da oben drauf mit seinem Schlüpper. Arisen, are you all right? Ach so. Du meinst den Feinbill, also quasi den Sänger Prince oder was? Oh, das kann auch irgendein Anime sein. Die machen auch viel mit Animes, habe ich gesehen. Hey, Caramba. Oh, steh auf. Nein. Oh, gerade so geschafft. Nicht abhauen. Jetzt hau dir ab. Das ist ein heftiges Vieh, oder? Puh. Ja, ich komm ja. Hey. Ja. Er hat mich verarscht, hast du gesehen? Kata hat mich verarscht. So, jetzt Ogersporn, Monsterfell. Da gab es ein bisschen was dafür. Ja, sofort. Geht sofort weiter. Wir müssen uns mal kurz sammeln. Leben sieht noch gut aus, soweit. So, gab ein bisschen XP. Getackter Knochen. Und so weiter und so fort. Wir hatten am Anfang hatten wir eine mit, die hieß, also bei in der ersten Zeitlinie, nennen wir es mal die erste und die zweite Zeitlinie. Das ist jetzt die zweite Zeitlinie, weil ich ja quasi nochmal neu bis eingespielt habe für das Safe Game. Und in der ersten Zeitlinie haben wir diese Kopal dabei gehabt am Anfang. Und die hat immer Kisten und so markiert auf der Karte. Aber die hat da so einen eine Spezialisierung gehabt. Oh, die nächsten, das ist doch nicht normal, echt. Ja, aber warte, ich komm. Yeah. Voll High Five. Da warst du auch nicht überdrüssig. Das könnte ich ganz Zeit machen mit dem High Five. Ist so gut. Das erzeugt eine Verbindung zwischen mir und den NPCs. Ich denke mal, dazu ist es da drin. Ich weiß nicht, warum, seit wann wir die Leute hier umbringen, das verstehe ich auch nicht, die normalen, also, das war am Anfang auch nicht. Will nicht aufgeben, doch welche Wahl gibt es? Naja, nicht aufgeben. Hört nicht aufgeben. Okay, los. Alles zu mir. Wir haben noch Buffs unten. Hier seht ihr es an meiner Leiste. Seht ihr die Leiste? Ja, ihr seht die. Das sind kleine Buffs. Ich kann da mal kurz da drüber fluchten. Status. Und zwar haben wir da einmal Stärke erhöht, Abwehr erhöht, maximal Ausdauer erhöht und Waffenkraft Blitz in der Erzmagie. Das kommt von der, jetzt hat die mir drauf gedrückt, die Tante. Und die anderen Stats, die haben wir durchs Fleisch gekriegt eben, in der Tat. Und die bleiben dann auch so. So funktioniert das Esssystem, das Nahrungssystem. Also es ist nicht so, dass du essen musst, damit du nicht stirbst. Sondern es ist halt mehr so ein Buff-Zeug, wie es eigentlich so gang und gäbe ist bei RPGs. So, Rose, wo bist du? Das war's, zeig mir den Weg. Oder ist sie das? Da. Ist sie das? Wenn ihr da keine gelockten Haare gehabt, oder? Beg pardon, sir. I mustn't be distracted. Nee, Margot. Margot heißt sie.
Achso, ich drücke die falsche Taste. Langsam wäre ich schon präsig. Ich muss natürlich die 1 drücken für los. Dann suchen die NPCs auch uns Locations raus. Die können uns auch zu versteckten Questen im Wald führen. Das geht auch. Also wenn sie vorbeilaufen, funktioniert das. Und wenn eine 2 ist, halt Stopp. Dann bleiben sie bei dir. Oh, diese, das sind wieder Echsen. Es ist doch nicht normal. Also, alle 2 Meter hat sie irgendein Vieh. Hält unwahrscheinlich oft, finde ich. So eine Autoloot-Funktion wäre schön. Die hatte ich bei... So, ich habe mich auch final angeglichen. So, Uferfisch. Oh nein, der hat 3 oder 4. Der hat 4 für Balken. Nee, weg. Bloß weg. Der ist noch nicht für uns. Mm-mm. Den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Der will auch nichts. Der will immer nur hier so, sich so ein Bison reißen und dann fliegt er wieder weg. Ich glaube, der ist nicht böse. Very well. I shall return. Oh, ich will nicht mit dem kämpfen. Ja, ich habe den einmal versucht hier. Das kannst du vergessen. Achso, wir sind kurz vor dem Dorf. Komm mal hin. Kurz vor der Hauptstadt. Der hängt immer hier rum. Den können wir immer. Alles zu mir. Abflug, komm. Das bringt keine Punkte in dem Vieh. Das ist noch zu schwer für uns. Wo ich mich natürlich vor dem Kampf nie fürchte, ihr wisst das. Also, Resident Evil haben wir ja auch mal 12 Stunden Bossfight gemacht. Ich habe da kein Problem, mich mit sowas abzugeben oder ein bisschen in der Zeit zu investieren. Aber es macht da aktuell noch keinen Sinn und ich glaube auch nicht, dass der böse ist, ehrlich gesagt. Weil am Anfang im Tutorial hat er uns dann rausgeflogen aus dem Kerker. Also ich glaube, der holt sich nur was zu essen. Ich weiß nicht, warum ich den jetzt da killen soll, das weiß ich nicht. Hier ist ein Ausrufezeichen. Öffnen von verschlossenen Türen. Öffnen von verschlossenen Türen. Es gibt einige Türen, mit denen interagiert werden kann, die aber nicht durch Schlüssel oder Mechanismen zu öffnen sind. Das kann eine bloße Frage des Timings sein. Solche Türen öffnen sich zu einer bestimmten Tageszeit oder sobald du an einem bestimmten Punkt in der Geschichte gelangst. Merke dir alle interessanten Türen, auf die du stößt, versuche später das wieder zu finden. Das haben wir ja schon gelernt, das kannte ich schon. Ich dachte, vielleicht gibt es da eine Neuerung. Okay. Der Chat fragt, warum ich in meinem Ingame nur 1,70 bin. Na, ich bin in der Realität auch nur 1,70. In der Tat. Von daher habe ich so an mich angeglichen. Passt sogar 78 Kilo. Soweit ich weiß. 2 Stunden. Was 2 Stunden? Achso. Bei Resident Evil. Ja. Both choices have merit. Oder 4, ich weiß gar nicht, wie viel es war. Es war zu viel auf jeden Fall. Wie dem auch sei, wir hatten damals Spaß. Also ich nicht. Was once a kingdom of Beastrons. Truly? Quite, though no definitive records remain. Die Beastren, das sind diese katzenartigen Viecher, die hier rumlaufen. Wir müssen dann, wenn wir den Teil durch haben, und der ist nicht so komplex wie der erste Teil wohl, und auch nicht so komplex wie Skyrim, dann müssen wir uns mal den ersten Teil mal angucken. Ich würde da gerne mal als Vergleich den ersten Teil spielen. Er soll wohl um Längen besser sein, angeblich. Von der Story her. Aber ich finde, das ist nicht so schlimm. Ah, you've returned. Donovan! How did you fare on the journey to Melv? Also Donovan war der Typ, von dem wir den Brief zu Leonard verbringen sollten. Ich habe den Brief übergeben, kein Problem. Splendid. You've been an immense help, I must say. Ja, bin ab jetzt bei der Post. The cart reached its destination safe and sound,
And from the tell of it, you even rid the road of a few monsters. Ja, you've certainly gekämpft. Earned a reward, my friend. Here you are. So, 5000 Gold und eine Bergmannshose. So, und damit, das schätze ich hier nicht. Vor 2000 Jahren, ich war damals dabei. Bei den Altvorderen. Und damit, das schätze ich nicht hier in die Hose macht, ins Höschen macht, ziehe ich die ja mal an. Obwohl das natürlich viel geiler ist, meine Hose, finde ich, aber gut. Ja, die ist voll Standard, oder? Das war eklig. So, mein Schlüppi war voll gut. Aber nein, dann eben nicht. Zustellung per Ochsenkarren ist abgeschlossen. Sehr gut. Haben wir das auch erledigt. So, wenn nicht, dass jetzt die ganze Zeit die falsche Quest ausgerüstet war. Ne, Ulrika finden. Das ist unsere aktuelle Quest. Das ist die. Es gibt wohl 18 Hauptquesten und 45 Nebenquesten. Wobei ich mir bei den 45 nicht sicher bin. Also da weiß ich nicht, aber so da, auf sowas müssen wir uns einstellen. Zeitlich gesehen. Also wären wir wahrscheinlich wieder so bei die... Keine Ahnung. Also ich habe schon von Leuten gelesen, die haben es in 35 Stunden geschafft. Aber da sind wir schon bald drüber, denke ich. So, wir müssten jetzt erstmal uns, wir könnten ins Gasthaus gehen. Gegenstände, wie sieht's... Oh, wir sind... Ach so, wir sind überladen. Das ist natürlich auch noch schrottig. Okay, ich renne schnell zum Gasthaus. Und zwar mit stabil 60 FPS und keiner Ruckel-Webcam. Sehr gut. Er hat mich doch gerade angebrüllt. You! Oder? Das war der NPC, dem wir geholfen haben. Der haben wir seine Tochter geholfen. Die stand in Melve. Und als Belohnung kriegen wir bei denen 20% Rabatt auf seine Waren. Voll geil gemacht eigentlich. Ja, der Talos. It couldn't hurt to take a peek. Ich denke auch, okay. Ich denke, die andere ist besser. Ja, Mann. Ja, und vor allem, guck mal, die hat sogar noch bessere Stats als den ekligen Bergmannshose. Also wir nehmen die. Ich finde das so gut mit dem Schlüppi. Also mit dem Dings. Also da weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was man dagegen haben kann. Well met. You are come to shack. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated. Ja. Ach, alter Schnauze, Mann. So, wir werden mal kurz einlagern. Wir haben ein bisschen viel Zeug schon wieder dabei. Und zwar. Das versuche ich immer nach dem Stream und so zu machen, aber es geht nicht. Weil es zu viel ist. Das ist wie bei Skyrim. Kriegt man alles wieder neu rein. Hier diesen Suit, den habe ich immer gerne dabei, ganz gerne. Das weiß ich auch noch nicht, wo wir das Tuch mal auch einlagern. Hier die Bücher behalte ich auch mal. Vielleicht mal ganz interessant. Hier diese ganzen Lederfetzen. Ich glaube, beim Verbessern zieht er sich das da aus, automatisch, glaube ich. Hoffe ich. Gucken gleich mal, ob wir die Dolche verbessern können. Weil die waren echt teuer. Den Schlüssel brauchen wir noch für den Kerker. Und den Rest brauchen wir auch noch. Was hat Xena für uns? Aktuell nichts. Kata, was hat die? Auch nix. Und Rose hat einen Apfel und einen Fisch. Sehr gut. Ein Apfel und ein Ei hat die. Ach, hier ist noch ein Umhang. Hat die macht Umhang. Aber alle Klamotten, die ich den zwei NPCs hier gebe, die verschwinden dann sowieso. Die kriege ich auch nicht wieder raus. Die kann ich dann nur entfernen. Und deswegen gebe ich den erstmal keinen. Sonst lade ich das mal ein. Das brauchen wir für die Quest. Muss man uns verstecken quasi. Lampenöl brauchen wir eigentlich auch nur zwei. Eins dabei zu haben. Du kannst hier halt eine Lampe anmachen. Ich penne jetzt mal nicht, weil wir sind eh noch voll aufgeladen. Und ich möchte gerne die Quest anschließen mit dem Haus. Vielleicht können wir da immer so einen Reisepunkt oder was. Ich weiß es nicht. Wir können mal... Von dem kriegt man noch Geld, der da sitzt. Ich gehe mal dahin. Hi. Faring well, I hope. Would you care to join me? I'd not say no to a bit of company. Ja, warum nicht? I was hoping you'd say that. Do you know, I had a feeling we'd meet here today. Say, you're not from round here, are you? Are you a traveler? Have you seen many places? Das weiß er doch schon alles. How I envy you. This city is all I know. Ich glaube, das ist der Sohn von der Königsregentin, glaube ich.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mother, she's always telling me how dangerous it is beyond the palace walls. But that only makes me question her judgment all the more. After all, if the world truly is so perilous, what it seems unfair that... But listen to me waffling on. Ah, I almost forgot. Here, I brought more of the money I owe you. I should have the remainder ready by our next meeting. My apologies, friend, but I'd best be going. I mustn't let Mother find out I left the palace. Ja, deswegen, dass seine Mutter für den Haus und den Palast verlassen hat. Ich glaube, das ist der Prinz. I do hope we'll see each other anon. Und wir haben den jetzt schon zweimal geholfen. Wir haben den einmal haben wir den versteckt, wo er gesucht wurde, und einmal haben wir dem 1000 Gold ausgelegt und die gibt er uns jetzt nach und nach zurück. Also es funktioniert bis jetzt, weiß ich nicht. Mal gucken. Zu. Was für ein Dilemma? Here to escort me, are you? Nee. Ich dachte, ihr braucht vielleicht Hilfe. Okay. Man weiß es halt nicht, wer ja NPC irgendeine Quest hat. Das ist Kotze, gell? Eigentlich. That looks hier. Welcome to Bjorn's, and quality is what you need if you want to survive. Habe ich was zum Verkaufen? Ich glaube, nur diese schöne Hose. Die Bergmannshose. Weiß ich nicht, ob die sieht da nicht besonders aus. Also weg damit. Gold haben wir jetzt auch wieder zusammen. So, before you check the price, just remember. Kaufen. Ich könnte so einen unsichtbaren Schattenhelm, den habe ich schon gehabt. Der hat da ein bisschen mehr Abwehr als unser Dings. Aber ich finde den hässlich, ehrlich gesagt. Ich weiß, man soll nicht nur nach Hässlichkeit und so gucken, aber ich weiß ja, wie es ist. Ist ja. Man muss ja mal. Und so. Umgang des Generals, Ring des Hochgefühls, das haben wir alles, alles scheiße. Aber ich könnte die Ausrüstung verbessern, geht das? Kann ich nochmal, jetzt ruckelt's wieder, wenn ich da dran gehe, so sind die Klingen. Knackerhorn habe ich nicht, glaube ich. Echsenschuppen, das könnte ich verbessern. Ja, komm. Und mein Waldläufer-Beinkleid mit einer Echsenschuppe. Gerne. Und das nächste könnten wir uns sogar au leisten. Ein Horn, ein Hackerhorn und eine Sprungwurmhaut. Ja, komm, oder? Gewicht wird reduziert, Abwehr wird erhöht. Ja, komm. Ich denke mal, es ist wichtig, seine Ausrüstung stabil zu halten. So, okay. Before you check the price, just remember, hope to see you again. Ja. So, da habe ich meine. Ja, jetzt ruckelt die Webcam wieder. Das ist einfach nur scheiße. Ich hoffe, wir werden an der Stelle mal ganz kurz den Spielstand neu laden. Dann geht's wieder. Das hat man ja schon ein paar Mal jetzt. Eine Sache von der Performance auf jeden Fall. So. Ich habe mal kurz das Spiel neu gestartet. Das haben die YouTube-Leute haben es nicht gemerkt, weil ich es geschnitten habe. Und, Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Wir haben in der letzten Folge, also in der Folge haben wir quasi erstmal uns kurz ausgerüstet und jetzt kann uns Rose vielleicht mal einen Weg zeigen. Vielleicht ist die hier irgendwo. Ich glaube, die ist hier irgendwo. Die versteckt sich in der Hauptstadt. Ich denke mal, das wäre am sinnigsten. Weil da suchen sie am ehesten nicht, denke ich. Oder? Geht jetzt wieder raus hier. Sieht aus, wenn sie wieder gehen würde. Ich glaube, dass irgendwie vorhin die Quest durcheinander gekommen, kann das passiert sein. Ist egal, wir haben uns auf jeden Fall ausgemüllt. Mit dem Spiel rennen wenigstens die NPCs auch mit. Obwohl das Skyrim-System mit dem Herteleportieren und so, das ist schon ganz gut. Also ich bin sicher, ich bin immer sicher. Meine Gute. Kommen wieder. Aua. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements.
guard all you want. It won't make a difference when I've grappled you. See? Well done. So. Und ich spüre im Geiste, weil ich ein Magier bin, spüre ich, dass die Folge gleich zu Ende ist. Und dass wir an der Stelle es auch nicht mehr viel passiert. Du kannst auf mich, um deine Hilfe in deiner Zeit der Not, Master. Das ist so ein Biest. Man sieht es schlecht, aber das ist so eine Beast-Trend. Also eine Halbkatze, halb Mensch Gestalt. Die laufen wir viel rum. Stufe 18, Capcom. Kein Auftrag, so Wundarzt ist die spezialisiert. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg noch weiterhin. Wer war stets bemüht. So, und ob wir die Eureka finden, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Also bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hat sich aber auch versteckt.